Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz anlässlich des 11. Spieltags der Regionalliga West. 4249 Zuschauer sahen das 0:0 zwischen dem KFC Uerdingen und der Alemannia Aachen. Bei mir darf ich begrüßen einen unseren Gästetrainer Fuat Kilic, richtig? Danke. Und unser Trainer Michael Wiener. Herr Kilic, dürfte ich Sie um Ihren Kommentar zum Spiel bitten? Ja, sobald es meine Stimme noch zulässt, muss ich dazu sagen. Nein, wir wussten, was uns hier erwartet. Unser Ziel war es, trotzdem hier selbstbewusst aufzutreten, vor allem nicht groß was zu ändern, was wir in den beiden letzten Spielen sehr gut gemacht haben, dass wir nach vorne gespielt haben, vor allem auch im eigenen Ballbesitz mutig waren, den Gegner dazu gezwungen haben, dass sie hinterher laufen muss. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben heute gegen den aktuellen Tabellenführer gespielt und wenn man sieht, nicht ohne Grund auch, dass diese Mannschaft unheimliche Qualität hat, das war uns von vornherein bewusst. Ich muss sagen, ich bin mit den ersten 60 Minuten sehr zufrieden, was die Jungs von uns auf die Beine gestellt haben im eigenen Ballbesitz. Wir haben nicht ohne Grund auch 2-3 hundertprozentige Torchancen gehabt, wo wir hätten in Führung gehen müssen, egal mit mehr gehen. Azuagi Junior hat einmal die Möglichkeit gehabt, da klar konsequent nachzuschießen, die 1-gegen-1-Situation, wie gesagt, von den beiden. Hinten raus, muss ich sagen, nach der 65. Minute war klar, dass der Gegner natürlich den Druck erhöht. Wir haben da ein bisschen den Faden verloren, haben nicht mehr aktiv nach vorne verteidigt, haben zu tief gestanden mit der letzten Reihe und somit kaum zweite Welle gehabt. Das heißt, aus unserem eigenen Abstoß hat der Gegner immer wieder Profit schlagen können, immer wieder Standardsituationen produziert und haben natürlich eine unheimliche körperliche Präsenz. Hinten raus, muss man sagen, haben wir Glück gehabt, dass dann nicht egal, jetzt Lukas Musculus oder der ein oder andere dann reingegangen ist und somit, sage ich ja, kann man 100% zufrieden sein mit einem Punkt hier beim Tabellenführer und die Jungs haben das sehr gut gemacht. Jetzt müssen wir gucken, dass wir die letzten 20 Minuten aufarbeiten und dass ich den Jungs klar mache, wie und was, dass sie den Faden auch gegen so eine Mannschaft, wie gesagt, die enormes Potenzial besitzt, nicht dann in so in Gefahr geraten. Das ist halt ein Prozess und an dem werden wir arbeiten. Dankeschön für die Gastfreundlichkeit. Danke. Ja, vielen Dank für Ihren Kommentar zum Spiel. Herr Wiesinger, dürfte ich Sie um Ihren Kommentar zum Spiel? Ja, ich muss wieder sagen, jetzt nach den 93, 94 Minuten, wie so oft hier bei uns, sehr intensives Spiel von beiden Mannschaften. Ja, dafür auch, ich denke, heute, wer hier das Spiel wieder gesehen hat, da ist schon ehrlicher Fußball, wird da geboten, muss ich sagen, auch vom Gegner. Ja, ich hatte großen Respekt. Ja, die spielen eine gewisse Art und Weise Fußball, aber da steckt einfach ein Plan dahinter. Ja, da haben sie eine gute Robustheit auch. Da haben sie uns erste Halbzeit, wie der Kollege richtig gesagt hat, da haben sie uns in vielen Situationen einen Schneid abgekauft. Das hat mir nicht gefallen. Ja, wenn wir bei uns schon von Qualität sprechen, die ja, das höre ich ja Woche für Woche, aber in solchen Situationen musst du natürlich dann auch mal einfach mal dagegen hauen, ne? Musst dich durchsetzen. Da waren wir dann unruhig, ja, Gegner hat uns gut angelaufen, machen sie in jedem Spiel, das wussten wir, ja, aber sie werden auch nicht müde, ja, eine gute Mentalität. Da waren wir dann im Spielaufbau zu unruhig, haben uns dann auch für einen langen Ball entschieden. Und dieser Infight, dieses permanente Hin und Her, das ist nicht unseres, ja, da sind wir einfach nicht so gut wie Aachen. Und das war in der ersten Halbzeit so, und deswegen war in der ersten Halbzeit der Gegner auch optisch überlegen, habe ich auch so gesehen, wobei ich auch fand, dass wir schon viele Ballgewinne auch hatten und im Endeffekt im Umschaltspiel natürlich auch einiges liegen haben lassen. Es war nicht nur so, dass Aachen ein paar Chancen hatte, sondern wir auch ein paar gewaltige Chancen hatten, ja, sogar nicht das gesehen. Ich wusste in der Halbzeit, dass wir auf Strecke hier überlegen sein werden. Es ist immer ein Spiel mit dem Feuer, ja, gegen so eine Mannschaft, gute Offensivspieler, Nummer 9, Nummer 10. Ja, das sind Jungs, die darfst du nie aus den Augen lassen. Wenn du immer so 0-0 anschieben willst, ja, öffnest du natürlich irgendwo auch Räume. Ich fand, das hat meine Mannschaft heute wieder sehr, sehr gut gemacht. Das muss man sich ja mal vorstellen. Wir sind Aufsteiger. In jedem Spiel haben wir eine Dominanz auf dem Platz. Dass es nicht so leicht ist, auch die Räume zu kontrollieren, ist ja auch klar. Ja, was natürlich heute wieder ärgerlich ist, sind die letzten 30 Minuten. Also wenn man sieht, was wir da nochmal für einen Aufwand gefahren haben, wie wir noch nicht angeschrieben haben. Also, ja, kann es immer betonen, das Geläuf ist extrem schwer. Die Mannschaft hat alles versucht, spielt sich nochmal am Schluss. Zuletzt 10 Minuten habe ich auch 300-prozentige Torschancen gesehen. Ja, nur unsere Qualität hört halt momentan im 16 auf. Ja, wir schießen die Dinger natürlich links, rechts vorbei und
damit ist es dann so, dass du halt mit 0-0 wieder leben musst. Ja, es tut weh, weil natürlich auch draußen den Jungs wünscht, dass sie sich mal mit so einem Torabschluss belohnen. Gelingt uns nicht, es verfolgt uns auch, hat vielleicht auch ein bisschen was mit Qualität zu tun, da brauche ich nicht drum rumreden. Ja, du musst einfach so ein Knockout, musst dann mal setzen. Das machen wir nicht, deswegen kann man sich vorstellen, ähnlich wie gegen Gladbach zu Hause, da heute wieder die Stimmung bei uns in der Kabine natürlich schon irgendwo auch ein bisschen enttäuscht, weil natürlich für uns auch mehr drin war. Aber unterm Strich weiß ich, warum nicht mehr drin ist, weil wir natürlich die Bretter liegen lassen. Ansonsten Leidenschaft, Emotionalität wieder im Spiel. Also von daher kann ich meiner Mannschaft ja nichts vorwerfen. Guter Gegner, nochmal, war aber ein richtig guter Fight, fand ich, und hat auch Spaß gemacht zuzuschauen. Ich hätte nur gerne gewonnen. Danke. Ja, vielen Dank für den Kommentar. Gibt es Fragen von Seiten der Presse? Bitte? Ja, Herr Wieninger, was können wir jetzt im Offensivspiel noch verfeinern, noch, dass die Tore dann auch gelingen dann demnächst? Hier war die Frage nach der Verfeinerung des Offensivspiels. Ja, bei der Frage muss ich extra ruhig bleiben. Weil wenn man die Woche bei uns sieht, ich habe es ja gerade gesagt, das hat in gewisser Weise auch mit der letzten Qualität zu tun. Wie diese Torjäger, die laufen hier nicht in diesen Ligen nicht rum und schreien, hurra, da bin ich, sondern das ist so. Wettkampf kannst du im Training nicht immer steuern. Positiv ist, dass wir Woche für Woche auch unsere Chancen haben. Und fühle mich ja immer ein bisschen so in der Berichterstattung auch, dass wir irgendwo eine Defensivtaktik wählen. Ja, das geht mir nämlich ehrlich gesagt ganz schön auf den Zeiger, wenn ich das lese. Ja. Es geht darum, hier Stabilität zu haben. Das haben wir. Hallo, wir sind am 11. Spieltag, sind auf Platz 1 und haben Woche für Woche unsere Torchancen. Und erzählt mir einer hier, wir würden nicht offensiv spielen. Also wirklich, normalerweise, wie ich es lese, da bin ich echt die Grätze. Ja, das nervt mich. Ja. Ich weiß, was meine Mannschaft braucht. Ich weiß, was die brauchen, die Jungs. Ich weiß, was wir auf den Platz bringen müssen. Und nicht mehr und nicht weniger. Und alles andere sind Fantasien. Du musst bei so einer Chance musst du einfach mal zupacken. Ja, und da wählen wir halt oft die falsche Entscheidung. Sie merken, dass nicht das Thema ein bisschen aufwühlt, aber ja, es ist einfach dranbleiben, dran arbeiten, wird der Kollege bestätigen. Ja, du kannst es nicht erzwingen, sondern du musst halt mit den Jungs auch Lösungen erarbeiten und das machen wir. Aber nochmal, wir haben in jedem Spiel unsere hundertprozentigen Möglichkeiten. In Köln, zu Hause gegen Gladbach, kann ich alle Spiele aufzählen. Und wir brauchen kein spielerisches Feuerwerk. Das ist komplett Nonsens, das ist Schwachsinn. Ja, wir wollen uns in der Tabelle stabilisieren. Wir wollen eine Rolle spielen. In dieser brutalen Liga, das muss ich auch sagen. Manchmal denke ich mir gerade, da kommt einer, sieht unser Spiel und denkt, da kommt der KFC Jürgen und macht mal locker hier ein 3-4-0. Ja, das ist komplett realitätsfremd. Hier sind super Mannschaften, Aachen, die fighten, Mentalität. Ja, das ist ein Trainer, der fordert das und hat momentan eine Mannschaft, die ihm folgt. Ja, das siehst du. Und die nimmst du hier nicht auseinander. Ja, und das muss auch mal jeder sehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal denke ich mir, wo bin ich denn hier? Was erzählen die mir über Fußball? Wir sind Platz 1. Ja, wir haben jetzt 10 Spiele nicht verloren. Ist doch klar, dass wir in der Kabine sitzen und auch solche Spiele gewinnen wollen. Fußball ist doch kein Wunschkonzert. Wer sind wir denn? Wir sind Aufsteiger, wir sind natürlich auch finanzkräftig, das wissen wir doch alle. Aber Fußball ist 11 gegen 11, heute wieder Fight, Mann gegen Mann. Und wenn du nicht zupackst, hast du einen Punkt. Wenn du einmal nicht aufpasst, dann wird der Kollege jubeln, dann fährt er nämlich mit dem 1-0 nach Hause. So sieht's aus. Und das ist alles ein schmaler Grat. Und nochmal, Mannschaft hat emotional, Einstellung, war heute wieder ein super Spiel. Also dieses Gerede, ehrlich gesagt, das ist mir, kenne ich nicht. Danke. Ja, vielen Dank. Sehe ich eine weitere Frage? Frage an Herrn Wieninger, kann man schon was zum Elgut sagen mit der Verletzung oder ist sie schlimmer oder? Ist die Frage nach Patrick Elgut? Ja, Patrick ist in der Kabine, hat ich glaube umgeknickt, spielt ja immer am Limit, aber muss natürlich abwarten, wird morgen früh untersucht werden. Ich hoffe natürlich, dass er nicht zu der Verletztenliste dazukommt. Das ist ein wichtiger Baustein bei uns. Aber der schont ja wieder sich noch im Gegner. Also von daher, ist jetzt für mich auch nichts Besonderes. Patrick ist öfters in der Kabine und leckt seine Wunden, sagen wir mal so. Gibt es weitere Fragen von seiner Presse? Das ist, wie ich sehe, nicht der Fall. Da darf ich mich recht herzlich bei Ihnen bedanken. Wir sehen uns wieder hier am 14.10. um 14 Uhr. Dann ist hier zu Gast der TuS Lauterbrück. Dann ist mein Kollege und Steffen wieder für Sie da. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Spiel, sagt ihr, euer KFC-Jürgen.